Solarpanels auf dem Kirchendach. Diese Idee kommt von der Gemeinde Fischbertermine. Das Kirchendach ist sicher eine sehr grosse Fläche, die man überreichen könnte. Es ist sehr gut bis unten im Sommer und auch im Winter, wenn kein Schnee drauf ist. Von dem her gesehen. Man ist eigentlich davon ausgegangen, dass, weil die Kirche eigentlich in der Gemeinde gehört, dass man das realisieren könnte. Indirekt gehört es in der Gemeinde, aber der Bischof hat immer noch zu sagen, was mit dem läuft. Und Seite sagt nein. Solarpanels auf einem Gebäude von so kulturellem Wert, das geht nicht. Auf dem ganzen Territorium vom Bistum Sitten dürfen keine Solaranlagen auf Kirchendächern und Kapellen installiert werden. Auch hier in Maas im Ungerwallis hat der Bischof sein Veto eingelegt. Wie Fischbertermine hat auch die Gemeinde Maas auf dem Kirchendach Solarenergie speichern und auch hier hat es ein Nein dazu gegeben. Hier hat man der Bischof vor vollendete Tatsachen gestellt. Das Projekt war schon praktisch fertig, wo man sich informiert wurde. Dann haben Sie aber in Sengerin ein Autoritätsproblem, dass die von Sengerin haben nicht angefragt. Ja, richtig. Und das können wir abklären jetzt. Das Bistum Sitten will jetzt erklären, ob man bei Kirchen von Sengerin die Solarpanels wieder abmontieren kann. Ein Ungehorsam gegenüber dem Bischof gibt es hier oben zu Fischbertermine eben nicht. Es gibt ein Verhältnis zwischen den beiden, zwischen dem Zivilen und dem Kirchlichen, dadurch, dass das Zivile gewisse Aufgaben oder gewisse Arbeiten von der Pfarrie übernimmt. Und wir haben jetzt so die Lesung im Wallis, wo eigentlich die Bürger und Bürgerinnen haben wollen, durch ein Gesetz, dass die Kirchensteuer eingezogen wird, zusammen mit der Gemeindesteuer, und dass nachher die Gemeinde ein Teil für die Kultuskosten durch die Pfarrie übergeben, insoweit dass die eigenen Mittel der Pfarrie nicht langen. Aber wir müssen dafür eben das Budget abgeben, die Rechnung abgeben. Nachher müssen das die Gemeinde akzeptieren und dann überweisen sie das. Und das sind natürlich die Lehnen, die euch von der Gemeinde gezahlt werden. Ich muss mal über den Grund gehen, wieso es zu wenig Geld hat. Wenn ist das zu wenig? Was hat das Gefühl? Ja, wenn eine Firma zu wenig Geld gibt, dann auf den Grund. Ich gehe mir eine Kirche geben, dann nicht unbedingt auf den Grund. Wenn man kein Geld hat, wenn man die Gemeinde anfragen, ist es einfach von mir aus gesehen. Einfach. Ich sollte mal wieder die Hausaufgaben mal machen. Vielleicht dann könnte man da etwas ändern, dass das Geld vielleicht mehr Geld hat. Aber nur zu Gemeinde gehen und sagen, Geld ist Geld, wie kein Mann, das ist sehr einfach. Erklärt. Was hindert ist daran, dass man wirklich sauber zum Beispiel die Kirchensteuer ausweisen tut? Dass jeder weiss, ich zahle pro Jahr zum Beispiel 400 Franken Kirchensteuer und wenn man ausgetreten ist, dann muss man die nicht mehr zahlen. Bürger kann ja, jeder Bürger oder jede Angehörige von der Kirche kann ja in der Gemeindeverwaltung sagen, ich will dir den Beitrag nicht mehr zahlen. Das ist und nachher bekomme ich nicht zum Beispiel sagen wir 300, 350, 400 Franken zurück, sondern nur einen Teil. Sagen wir jetzt mal 80 Franken. Das ist nicht richtig. Ich weiss, dass Freidenker im Oberwallis Themen waren in Messen. Also in Predigten zum Beispiel. Und weil ich ja nicht alles Geld zurückbekomme, was mir eigentlich zusteht, ich habe die Verleumdung von meiner Person und von der Vereinigung, die ich dafür stehe, habe ich mitfinanziert. Dafür im Kollegium wird mit einer Messe angefangen. Ja. In der PH ist ein Gottesdienst, also da würde ich gerade so für allgemein noch nicht. Schulabschluss in der Sekundarschule, in der Primarschule ist immer mit einer Messe verbunden. Oder, wenn aber der Mütter mir sagt, ich kann ja mein Kind gar nicht richtig dispensieren von dieser religiösen Idee, weil wenn das im Teach auch stattfindet und im Werken und so weiter, wenn das nicht nur in der Religion ist, dann ist das nicht ganz fair denen gegenüber, die eigentlich nicht wollten, dass ihre Kinder mit dem Katholizismus, ich sage es jetzt mal, behelligt werden. Oder? Und der Bischof setzt sich aber sehr stark ein, dass der eine Stunde konfessionelle Unterricht trotzdem bleiben wird. Und so wie man gehört, hat der Staatsrat oder die Vertreter vom Staatsrat dem Bischof schriftlich versichert, dass sie sich einsetzen, dass die Stunde christliche Religion also, oder Religionsunterricht oder Christenlehre in der Primarschule erhalten bleibt. Wie stellen Sie sich das vor? Ein buddhistischer Lehrer in Sitto, in Stalo, in Oberwald oder wo immer, soll ein muslimischer Botsch oder ein jüdisches Kind
auf ihre Aufgabe als Mensch und Christ vorbereiten. Das so will schützen, wo diskriminiert dadurch alle anderen Religionen, wo diskriminiert auch die Staatsbürger, die Bürgerinnen und Bürger, die keiner Religion angehört haben, die vielleicht sogar ein Problem haben mit Religion. Ich habe gehört, dass es in den Alters- und Pflegeheimen vom Kanton Wallis Exit nicht möglich ist, Freitop-Begleitungen durchzuführen. Also, Menschen, die ihr Zuhause eingetauscht haben gegen einen Alters- und Pflegeheimplatz, denen immer wieder versichert wird, sie finden bei uns ein neues Zuhause. Und in vielen Fällen ist das absolut der Fall. Wenn die anfangen zu leiden und wenn das Leben zur Qual wird, wenn sie nicht mehr können, dann müssen die aus dem sogenannten Zuhause weg, müssen irgendwo hingehen, um sich im Freitod begleiten zu lassen. Um einfach einzuschlafen und nicht müssen durchzuziehen. Weil die katholische Kirche das Bistum Sitte das nicht mag. Nicht in unseren Alters- und Pflegeheimen. Der selbstbestimmte Freitod würde in dieser Umgebung, die man eben hatte, wahrscheinlich Sanktionen nach sich ziehen. Also diese Sanktion kann man sich leicht vorstellen, wäre dann, dass man nicht mehr in die Alters- und Pflegeheime geht, dass die Leute, die dort jahrelang Mitglied, treue Schäfli, Mitglieder von der Kirche sind, dann nicht mehr zu dem kommen, wo sie wollen. Es gibt sehr gute Gespräche, auch mit Pfarrer, mit Seelsorger. Einfach die, das würde ihnen dann genommen.